Willkommen zum Quickstart-Guide für Krosus aus der Nachtfestung. Falls ihr einen ausführlichen Guide sucht, dann schaut doch mal in die Videobeschreibung. Der Boss steht fest am Ende der Brücke und wenn sich kein Spieler in Nahkampfreichweite befindet, dann bekommen alle Spieler Schaden. Zudem wird ab und zu das Zerschmettern gewirkt, da erscheinen zwei kleine Voids vorne vorm Boss und wenn sich da Spieler reinstellen, dann kann man den Schaden mehr oder weniger abfangen. Das heißt, die Gruppe bekommt weniger Schaden, als wenn keiner drin steht. Bei jedem dritten Zerschmettern wird ein Teil der Brücke zerstört. Das sieht man, dass sie so ein bisschen brüchig wird. Wenn ihr auf diesem brüchigen Teil steht und die Brücke eben zerstört wird, dann fallt ihr ins Wasser und sterbt. Hin und wieder gibt es dann den Teufelsstrahl, den schießt der Boss mit einer Hand, immer entweder links oder rechts an der Plattform entlang. Wenn man da drin steht, stirbt man. Zudem gibt es grüne Voids auf dem Boden, die, wenn man drin steht, Schaden verursachen. Wenn kein Spieler getroffen wird, dann erscheinen Adds daraus, die Schaden verursachen. Bei der Sphäre der Zerstörung wird ein Spieler markiert und nach kurzer Zeit wirft der Boss eine Energiekugel auf den. Wenn die beim Spieler ankommt, explodiert die Energiekugel und verursacht relativ hohen Schaden. Je weiter man dann von dieser Explosion entfernt steht, desto weniger Schaden kommt dann dabei rum. Zu guter Letzt gibt es dann noch einen Tank-Debuff, der pro Sekunde Feuerschaden verursacht. Da sollte man so bei 3 Stacks spotten. Ich hoffe, diese kleine Übersicht über die Fähigkeiten des Bosses hat euch geholfen. Falls ihr etwas genauere Ausführungen zu den Fähigkeiten haben wollt, dann schaut doch mal in den ausführlichen Guide rein. Da wird euch dann sicherlich besser geholfen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein!